So, hallo. Gestern habe ich euch also gezeigt, wie ich meine Schafe melke. Und heute zeige ich euch, wie ich aus der Schafsmilch Käse mache. Ich mache Feta. Dazu habe ich jetzt zunächst einmal sowohl die frische Milch, die ich heute gemolken habe, die noch körperwarm war, zusammen mit der anderen Milch, die ich noch im Kühlschrank hatte, zusammen in einen Topf gegeben. Ich mache alle 2 bis 3 Tage Käse, das heißt, ja, die älteste Milch ist dann halt schon 3 Tage, aber das ist ganz okay. Der erste Schritt ist nun, dass die Milch angesäuert wird. Man kann da so Kulturen kaufen, so im Käsereifachbedarf. Das sind Milchsäurekulturen, da gibt es ja, zigtausend verschiedene, aber man kann das mit so einer Standardkultur machen. Dann wird hier etwas reingegeben und es vermischt. Ich habe es aber so gemacht, ich bin ein geiziger Mensch. Ich habe das einmal vor ein paar Wochen, wie ich eben angefangen habe für dieses Jahr, habe ich das dazugegeben und dann habe ich immer wieder etwas abgenommen von dieser leicht angesäuerten Milch. Die stelle ich mir dann halt hier irgendwo auf den Küchentisch und dann habe ich eine saure Milch und mit der starte ich dann das nächste Mal wieder. Also ich habe hier ein bisschen normale saure Milch dazugegeben und die muss man auch immer wieder mal probieren, schauen, ob sie gut ist, aber wenn es okay ist, also einfach saure Milch rein. In so Hobbyrezepten, da steht dann häufig, man kann mit Buttermilch ansäuern oder einer Sauermilch, die man eben kauft. Und ja, so, jetzt wird das Ganze erwärmt. Was haben wir da? Es gibt, das ist hier so ein extra Milchthermometer. Jetzt sind wir bei 27 Grad. Das sollte so etwas über 30 Grad haben, so 31, 32 Grad. Und wichtig ist dabei, dass man also das hier dann nicht auf Vollgas schaltet, weil sonst wird es von unten her zu heiß und dann geht die Milch kaputt. Also man muss das schon auch ein bisschen langsam erwärmen. Ich pasteurisiere nicht. Ich arbeite nur mit frischer, unpasteurisierter Milch. Und ich finde, pasteurisieren ist nicht notwendig, wenn man alle Hygienemaßnahmen beachtet, also dass man gesunde Tiere hat, dass man im Stall beim Melken und bei allem alles beachtet, muss man nicht pasteurisieren. Und das nächste ist dann im Prinzip hier in der Küche, wenn ich den Käse mache, selbst wenn ich vorher pasteurisiert hätte und ich habe hier in der Küche halt irgendwie eine Sauerei. Also vielleicht, wenn ich da so mit Kartoffeln rumhantiere, mit Erde dran oder vielleicht sogar mit Hackfleisch. Und dann kann ich mir die pasteurisierte Milch auch wieder kontaminieren. Und nein, also aus dem Grund, das Pasteurisieren kann man sich sparen. Aber alle anderen Hygienemaßnahmen muss man ganz peinlich genau einhalten. So, jetzt haben wir 30 Grad. Das Käsen, das habe ich mir im Wesentlichen selber beigebracht. Also es gibt hier Bücher. Ich habe hier jetzt können wir schon aufhören. Jetzt schalte ich hier mal aus. Deckel drauf, das muss so eine halbe Stunde stehen. Angefangen habe ich hier mit dieser Hobbykäserei. Das habe ich mir schicken lassen. Das ist eine dänische Firma. Da kriegt man alles auf einmal. Also da hat man dann das erkläre ich dann später beim Käsemachen. Da sind diese Formen gekommen, das Milchthermometer, ein paar Kulturen und eben die genaue Anleitung. Und das ist also wirklich, kann ich empfehlen, für Hobby und Anfang geht es Schritt für Schritt. Und wer es da ein bisschen ausführlicher haben mag, sieht man hier. Das ist hier Käse von Wolfgang Scholz. Und was ich so gut finde an dem Buch ist, das ist speziell für Schafe. Also er schreibt hier Schaf, Ziegen und Kuhmilch und es geht wirklich in der Reihenfolge. Also
Weil Schafsmilch ist ein bisschen anders als Kuhmilch, das ist klar. Sie ist zum Käsen eigentlich die bessere Milch. Das steht dann oft dabei, dass man mit Ziegen- und Kuhmilch, da kann man Probleme kriegen. Und dann so, wie man die Probleme behebt, diese Probleme hat man in der Regel nicht bei Schafsmilch. Aber das ist eben, ja, ganz gut. Es ist sehr viel Theorie und ein bisschen Chemie und manche Leute, die sagen dann, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber wenn man sich da durcharbeitet, also finde ich absolut super das Buch. So, jetzt mache ich mal eine kurze Pause. Vor allem muss meine Kultur ja wieder ins Gefrierfach. Nachdem die Milch also angesäuert war und eine halbe Stunde bei etwas über 30 Grad gestanden ist. Also ich hatte es auf 32 Grad erhitzt, aber nachdem ich den Herd dann immer ausschalte, geht es wieder runter. Die war auf 30 Grad. Geht es jetzt ans Einlaben. Dazu wird die Milch auf 37 Grad erhitzt. Also 37 Grad, das ist ja Körpertemperatur und das ist das, was das Labferment also braucht. Und das soll eben auch wieder schön rühren. Ja, ich habe meine 37 Grad und jetzt kommt Folgendes. Ich nehme es vom Herd weg, weil diese Restwärme, da habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da kann was schief gehen. Jetzt geben wir das Lab rein. Gibt es im Käsereibedarf zu kaufen? Beim Lab steht immer dran, wie man es dosiert. Da gibt es also unterschiedliche Stärken. Ich habe hier eins, da heißt es für 10 Liter 1 bis 3 Löffel. Ich nehme hier so, ich habe ein bisschen mehr als 8 Liter. Also ich nehme einen guten Löffel. Naja, ein bisschen mehr. So, Labferment, das gibt man rein, rührt es kurz durch. Und dann ist es wichtig, dass man den Milchstrom etwas beruhigt. Das soll jetzt nicht ewig weiter so rumdrehen. So, mal schön beruhigen. Jetzt gibt man den Deckel wieder drauf und es muss jetzt stehen, bis es also steif geworden ist. Das dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Nee, das dreht sich noch ein bisschen. Ich muss hier ein bisschen gegensteuern. So, soll sich nicht bewegen. Und man darf da jetzt auch nicht mehr dagegen stoßen. Das heißt, es muss jetzt wirklich ganz ruhig fest werden. So, jetzt kommen wir zum dritten Schritt beim Käse machen. Ich habe das ja vor einer guten Dreiviertelstunde das Lab dazu gegeben und jetzt ist das Ganze also steif geworden. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Ich schiebe das dann wieder hier rüber. Sieht man das? Ja, also das ist steif geworden und hier sieht man schön die Molke, die schwappt hier so oben rüber. Leider habe ich es nicht geschafft, den Milchstrom nach dem Einrühren vom Lab so zu bremsen. Das hat sich noch ein bisschen weiter bewegt, die Milch. Und da kann man also jetzt schön sehen, man sieht hier so ein bisschen die Schlieren. Das ist noch während dem Steifwerden. Ja, hat sich die Milch noch ein bisschen bewegt. Aber es ist kein großes Drama. Jetzt wird der Bruch mit einem schönen großen Messer geschnitten. Ich fange hier in der Mitte an. Das geht immer, finde ich, am besten. Erst in einer Richtung. Dann wird der Bruch hier in der Richtung geschnitten.
man das einigermaßen gut sehen. Ich versuche das mal hier anzuheben. Sieht man das? Also ich habe den Bruch längs und quer geschnitten. Und jetzt will man ja Würfel haben. Das heißt, man geht jetzt hier so rein und schneidet das dann auch noch in der Stäbe. Es ist etwas schwierig, weil man ja, man müsste jetzt so schneiden. Da gibt es so spezielle Geräte, Käsehaufen und sowas. Irgendwann werde ich mir sowas vielleicht mal anschaffen. Ich schneide den jetzt hier so. Der wird dann nicht hundertprozentig gleichmäßig, das geht nicht. Da müsste ich einen anderen Käsekessel haben, aber das ist eben die Sache mit dem selbstgemacht und improvisiert. Aber das Resultat lässt sich sehen. Also ich bekomme immer sehr gute, schöne Käse. So, genau, jetzt wird das mal vorsichtig umgerührt. Doch wieder leicht erwärmt und jetzt muss man das hier vorsichtig rühren, dass er eben nicht kaputt geht, der Käse, aber er soll auch nicht wieder zusammenpappen. Dann schaue ich mal auf die Temperatur. Ja, das ist okay. Das ist also ein, ja, mesophiler Käse. Da käse ich jetzt auch so auf, ja, 30, 35 Grad. Es gibt Käse, die macht man dann noch mal richtig heiß. Da gibt es so verschiedene, aber ja, jetzt mischt man das vorsichtig. Und jetzt bei diesem Vorgang wird schon. Jetzt ziehen sich diese Bruchteile etwas zusammen und geben noch weiter Molke ab, sodass man dann also eine etwas trockenere Käsemasse bekommt. Da ist auch viel Gefühl dabei. Also es gibt schon Rezepte, da steht dann genau, welche Temperatur, welchen pH-Wert, genau wie groß die Bruchstücke sein müssen. Aber man kann da also auch sehr viel improvisieren und mehr so nach Gefühl arbeiten, weil so hundertprozentig wie in einer Profikäserei kriegt man es einfach nicht hin. Also ich habe immer unregelmäßige Bruchstücke und ja, aber man sieht, es kommt jetzt immer mehr Molke raus und es wird immer, der Bruch zieht sich zusammen. Ich habe jetzt auch schon die Käseform hier vorbereitet, das heißt, die ist schon die ganze Zeit da so gestanden. Ich habe hier zur Sicherheit, weil das ist ein ziemliches Gepritschel, das ist hier, ich stelle es mal so hin. Das ist eigentlich so ein Teil zum Braten, Grillen, was das ist. Aber das finde ich jetzt ganz gut. Und da stelle ich diese Käseform rein. Das Ganze besteht hier aus folgenden Teilen. Ich habe hier, ich muss mich jetzt aufs Rühren konzentrieren und auf die Teile. Also, das ist so dieser, ja, Unterteil, so eine Käsewanne. Das ist so ein Gitter, da sind so kleine Füßchen dran. Dadurch ist da eben ein bisschen Abstand zum Boden. Dann legt man hier dieses Käsenetz, heißt es, drauf. Und das sind jetzt die Formen.
Seht ihr, die haben so Löcher an der Seite. Und dann, so schauen die aus. Und da kommt die Käsemasse dann rein. Und wie gesagt, wenn man das dann alles umfüllt, das muss einigermaßen flott gehen. Und manchmal ist das auch ein bisschen, man pritschelt was daneben. Und dann kann es passieren, dass man ganz plötzlich zu viel Molke hier herin hat. Und wenn es dann überläuft, dann läuft mir das also in diese Wanne hier unterteil. Habe ich weniger Überschwemmung in der Küche. So, ich finde, das reicht jetzt schon. Dann werde ich den Käse jetzt abschöpfen. Dazu stelle ich mir diese Käseform ganz, ganz nah an den Topf, damit das also, dass ich nicht so viel tropfe. Und jetzt werden die Formen gefüllt. So, und ihr seht, da läuft jetzt schon, hier sieht man das, hier kommt die ganze Molke raus, also da muss ich dann aufpassen, dass das nicht überläuft. Und da werde ich das mal in diese Wanne abschütten. Das geht so am besten. Also dann schöpfen wir weiter. So, und das ist ein bisschen umständlich. Ich nehme jetzt da ein Sieb und gieße das Ganze, den Rest noch in eine Schüssel ab. Haben wir also ein Sieb. So, hier sind noch ein paar. Sieht man hier noch ein paar Käsestückchen, also die kommen hier in die Form. Die Molke, die wird aufgehoben, da wird nichts weggeschüttet. Jetzt gieße ich hier nochmal vorsichtig ab. So, jetzt kommt darauf kommt das gleiche, was ich von unten habe. Also jetzt nochmal so ein umgekehrt, also das Käsenetz, dieses Käsegitter. Wichtig, dass eben die Füßchen nach oben schauen. So muss das nur richtig abgedeckt sein. Dann wird das hier drauf. Jetzt kann man das ganz schön festhalten und gießt man nochmal ordentlich raus. Und
Dann wird das Ganze umgedreht. Und jetzt könnt ihr mal sehen, ich nehme das hier mal ab. Hier sind die. Ja. So, jetzt sieht man es. Jetzt hat man hier diese Netzstruktur und so kriegt man also schöne Käse. Legen wir das wieder drauf. Und man kann schon wieder abgießen. Und der Käse wird jetzt ja im Lauf der nächsten Stunde immer wieder abgegossen, umgedreht und dann kann man mal ein paar Stunden stehen lassen, muss aber auch immer wieder abgießen und umdrehen. So, jetzt geht es wieder weiter. Ich habe in der Zwischenzeit die Molke, da habe ich mir so eine Kanne, ist ungefähr ein guter Liter, abgefüllt. Da werde ich dann morgen oder so ein Brot mitbacken. Mit Molke kann man super Sauerteig machen. Die restliche Molke hier, die bekommen nachher die Schweine. Und ja, das ist meine Arbeit für den Tag. Ich muss also immer wieder in regelmäßigen Abständen hier Molke abgießen. Seht ihr, da kommt eine ganze Menge raus. So. Und dann wird das also umgedreht. Da muss man aufpassen, das pritschelt etwas. Schauen wir mal, dass der Käse schön drin liegt. Ja, gut. Ja. Und so geht es also jetzt weiter. Jetzt am Anfang muss man vielleicht alle halbe Stunde oder Stunde abgießen. Ja, aber zum letzten Mal wird es am Abend, bevor ich ins Bett gehe, da dreht man dann den Käse noch einmal um. Und am nächsten Tag, also morgen, geht der Käse in die Salzlake. Ja, gestern habe ich euch gezeigt, dass wir den Feta gemacht. Jetzt geht es weiter. Und zwar kommt der Feta, der steht jetzt hier in der Form, der Käse, der kommt in die Salzlake. Dazu habe ich hier 2 Liter Wasser. Das habe ich gestern abgekocht und ein bisschen runtergekühlt. Und da kommen jetzt 300 Gramm Salz rein. Also man rechnet 150 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Ja, das rührt man ein bisschen um. Und jetzt kommt da der Käse rein. Also ich nehme diesen Deckel ab. Hier Käsegitter, Käseform. Ich habe den Käse gestern mehrfach gewendet. So, da kommen die Formen. Die nimmt man weg. So. Ja. So sieht es also aus. Das ist der junge Käse, der ist noch sehr weich. Und den gebe ich hier rein und dieser Behälter hier, der passt genau für 4 so Käse. So, geht hier rein. Ups, nee. Da muss ich ein bisschen Salzlake abgießen. Ganz vorsichtig. So. Da ist der schön drin. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Und ja, ein bisschen kommt hier raus, aber das ist ganz gut, wenn der hier reingepresst ist, wenn da gar keine Luft drin ist.
Das war's eigentlich. Der muss jetzt 1 bis 2 Tage bei Zimmertemperatur stehen. Dann wird es in den Kühlschrank gestellt. Und so nach 1 bis 2 Wochen kann man den Feta bereits essen. Das ist ein sehr praktischer Käse, der, wie gesagt, der geht schnell. Und gleichzeitig ist er, wenn er in dieser konzentrierten Salzlösung ist, bis zu einem Jahr haltbar. Wenn man, also Feta ist ja immer recht salzig. Wenn man den beim Essen, wenn man das nicht mag, wenn das so salzig schmeckt, dann nimmt man sich so ein Stück, was man halt innerhalb von 1, 2, 3 Tagen essen kann. Legt es in normales Trinkwasser, halbe Stunde, Stunde, so nach Bedarf. Und dann geht das Salz wieder raus, dann wird er mild. Aber dann ist er natürlich nicht mehr ewig haltbar. Also dann muss man innerhalb von ein paar Tagen aufessen. Ja, soweit zum Feta. Das war's. Demnächst gibt's dann auch Hartkäse, Schimmelkäse und bis dann.